Es ist ein sehr beglückendes Gefühl. Ein großes Festival, das wir wirklich seit so vielen Jahren geplant und geschmiedet haben, jetzt plötzlich verwirklicht zu sehen. Ja, und jetzt bin ich ehrlich gesagt ganz beeindruckt, dass wir das auch hingekriegt haben. Aber es war nicht nur Ralf, ich glaube, das war sogar fällig. In Berlin leben einfach sehr viele ÜbersetzerInnen und das ist einfach super spannend. Was auch so ein Festival ausmacht, ist die Begegnung, dass die Menschen nicht nur halt in den Veranstaltungen sitzen. Es soll einfach auch ein Treffpunkt sein und ein Austausch möglich werden mit vielen benachbarten Künsten und Disziplinen und Menschen. Ich würde mir wünschen, dass unser Festival, das jetzt gerade stattfindet, der Auftakt ist. Ja, warum braucht Berlin ein internationales Literaturfestival? Weil es in vielen anderen Ländern schon Literaturübersetzungsfestivals gibt, weil das Übersetzen eine eigene Kunst ist, eine Kunstform, die noch kein eigenes Forum hat, weil wir diese Bündelung brauchen, weil wir den Austausch brauchen. Wir wünschen uns großzügige Förderer für die nächsten Ausgaben. Das ist das Tolle mit der Übersetzung. Es gibt immer wieder was Neues zu tun und immer so viele Leute, die da andocken können. Also ich meine, bei Toledo ist noch ein bisschen ein anderer Aspekt, weil wir ja jährlich ein Veranstaltungsprogramm haben. Deswegen auch, weil diese Zusammenfügung Weltliteratur und Toledo ganz wichtig, dass man von der freien Szene zusammen Institutionen Hand in Hand an dieses große Werk rangeht. Das war wirklich das Beste, was uns hätte passieren können, weil wir ähnliche Ziele, ähnliches Publikum und auch ähnliche Formen von Zusammenarbeit haben.